Es ist Herbst. Die Blätter färben sich bunt und fallen runter. Da liegen sie dann auf der Straße. Christoph fragt sich, was passiert mit dem ganzen Laub? Liegt ja schon wirklich genug rum. Und es hängt auch noch einiges in den Bäumen. Ja, es gibt Leute, die sich darum kümmern. Ralf und Rashid zum Beispiel. Ralf bläst mit dem Laubbläser, auch in den Ecken. Und Rashid fährt die Kehrmaschine, die auch das Laub zur Seite bläst und so sammelt. Da kommen ganz schöne Mengen zusammen, denkt Christoph. In der Tat, solche Haufen. Und jetzt? Christoph hat eine Idee. Da muss ein Laubsauger her. Und der Ralf denkt, das soll ein Laubsauger sein? Das ist ein Laubsauger. Da kannst du deinen Kleinen einpacken, Christoph. Ja, der saugt was weg. Durch diesen dicken Schlauch geht's dann in den Laster rein. Und wenn der Laster voll ist, dann geht's ab ins Biomassezentrum. So wird das genannt. Jede Menge Laub. Aber Laub hat einen Nachteil. Es klebt zusammen, besonders wenn es feucht ist. Gut, dass es hier noch jede Menge andere Pflanzenreste gibt. Die kann man alle zusammen mit dem Laub mischen und dann bleibt es fürs Laub schön luftig. Da kommt jetzt im Herbst ganz schön was zusammen. Diese Mischung wird dann gepackt. Das macht Harald. Und das Ganze kommt dann in einen großen Häcksler. Da wird alles nochmal zerkleinert und noch besser gemischt. Sieht beinahe so aus, als würde der Häcksler das zerkauen und verdauen. Wenn der Haufen so ein bisschen gewachsen ist, dann fährt der Häcksler automatisch zurück. So, jetzt ist wieder mehr Platz zum Aufschütten. Solche Haufen nennt man Kompostmiete. Und dann passiert was ganz Spannendes. Es machen sich viele kleine Lebewesen ans Werk, Bakterien und Pilze hauptsächlich. Und dadurch wird es da drin warm. In den Komposthaufen stecken Thermometer, mit denen die Temperatur kontrolliert wird. Markus zeigt Christoph eins. 76 Grad, viel heißer als zum Beispiel eine heiße Dusche. Und dann hat Markus noch gesagt, komm mal mit hoch, Christoph, ich habe eine Überraschung für dich. Oben ist wieder ein Thermometer. 69,6 Grad diesmal. In den Komposthaufen hatte Markus extra ein Rohr gesteckt und darin einen Beutel an einer Schnur. Und was ist da drin? Ein Ei. Scheint hart zu sein, aber nicht so hart wie Christophs Kopf. Tatsächlich. Ein im Komposthaufen hartgekochtes Ei. So heiß wird's da drin. Jetzt ist aber auch klar, warum Komposthaufen oder die Kompostmieten immer so dampfen, wenn sie umgeschaufelt werden. Das machen die Bakterien und Pilze. Die verdauen das Laub und die ganze Grünmasse. Was da passiert, ist wie verbrennen, nur ganz langsam. Bis der richtige Kompost fertig ist, muss er mehrfach umgeschaufelt werden, damit immer wieder Luft drankommt.
und alles immer gut vermischt ist. Dann können die Bakterien und Pilze am besten arbeiten. Deshalb gibt es mehrere Kompostmieten. Je mehr die Bakterien und Pilze gearbeitet haben, desto dunkler wird die Erde. 16 Wochen lang wird immer wieder geschaufelt. Umgesetzt, sagen die Fachleute. Immer wieder. Bei jedem Wetter. Dann endlich ist es soweit. Der Kompost kann ausgesiebt werden. Denn da sind jetzt ja immer noch Sachen drin, die die Pilze und die Bakterien im Komposthaufen nicht verdaut haben. Das kommt nochmal in den Häcksler. Und das ist schöner, feiner Kompost mit vielen wertvollen Nährstoffen. Den kann man dann im Kompostwerk abholen. Christoph nimmt sich schon mal eine schöne große Kiste mit. Und den kann er dann bei sich im Garten verteilen. Das ist gut für die Gemüsebeete. Und so hilft das Laub von diesem Jahr, dass im nächsten Jahr wieder neue Pflanzen wachsen können. Mit neuen Blättern. Ja, da freut sich Christoph. Da hat er seinem Garten was richtig Gutes getan.